Riley verhält sich so komisch. Warum verhält sie sich so komisch? Was erwartest du bitte? Alle Inseln sind erloschen. Freude wüsste, was zu tun ist. Ganz genau. Und bis sie zurück ist, tun wir einfach das, was Freude tun würde. Super Idee. Wut, Angst, Ekel. Wie sollen wir es schaffen, fröhlich zu sein? Herr Riley, gute Neuigkeiten. Ich habe hier ein Eishockey-Team gefunden, das auch in der Junior League spielt. Und halt dich fest, das Probetraining ist morgen nach der Schule. So ein Glück, stimmt's? Eishockey? Oh oh, was machen wir jetzt? Leute, das, du bist erstmal Freude. Wäre das nicht toll, wieder mal auf dem Eis zu stehen? Oh ja, das klingt fantastisch. Was war das denn? Das war so gar nicht Freude. Vielleicht weil ich nicht Freude bin. Ach, was du nicht sagst. Habt ihr das mitbekommen, Leute? Klar haben wir das. Irgendwas stimmt nicht. Sollen wir sie darauf ansprechen? Auf den Zahn fühlen, aber unauffällig, damit sie es nicht merkt. Und? Erzähl, wie war der erste Schultag? Sie fühlt uns auf den Zahn. Kein Bock mehr. Du bist jetzt mein Freude. Was? Okay. Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Oh, wirklich überzeugend. Das war jetzt total so wie Freude.